Hallo, hallo, willkommen zu. Oh Gott. Oh, Mensch, zurück. Geht ja gleich hier furios los. Bei Assassin's Creed Syndicate, wir suchen einen Templer zum Gefangennehmen, aber ich dachte, hier könnte man noch weiter gucken. Was macht die denn? Ich wollte doch eigentlich nur auf so ein Fenster, aufs Fensterbrett. Okay. Nutzen wir mal das Gestrüpp hier, um unbekannterweise auf die andere Seite zu kommen, ne, unbemerkterweise. Ich soll einen Templer finden, aber irgendwie, was ist das denn da immer, was da angezeigt wird? Bestimmt irgendein. Ey, dass die aber auch alle um die Glocke rumlungern da, ja? Ich könnte sonst den Laden mal gepflegt auseinandernehmen. So, warte mal, ich messe die jetzt einfach von oben weg. Kommt auf, wenn man nicht auf den Kopf zielt. Aber die machen doch gar nichts, ne? Einer nach dem anderen stirbt und hier der letzte. Nie los? Alles klar. Ja, pf, ob das so vom Spiel geplant war, ich weiß es nicht. Komm, noch ein bisschen. Ja. Plumps. Letzte Messer gewesen, aber dafür ist ja auch alles tot. Vielleicht kann ich ein bisschen was plündern. Ja, in diesem Gebiet gibt es Alarmglocken, das weiß ich wohl. Ich werde sie vorsichtshalber nochmal sabotieren, auch wenn hier alles in der Nähe jetzt erstmal platt ist. Man weiß ja nie, wer von wo noch irgendwie patrouillenmäßig vorbeikommt. Na, plünder halt. Bolzen, gerade die nichts bringen. Eine Galvani-Bombe, okay. Kann man mit leben. Ach, das war doch hier vorne, wo ich den anderen umgelegt habe und die beiden gekommen sind. Hier liegt noch sein Hut. Einen guten Hut tut gut. So. Jetzt müssen wir nur einen Templer finden. Oder gelten die als Templer? Nee, oder? Wäre ja blöd. Dann habe ich ja hier ein bisschen Kacke gebaut. Jetzt habe ich keine Messer mehr. Wie soll ich den jetzt gefangen nehmen? Ach, dann sind die Level 6, warte mal. Ach nee, bringt er den um. Mensch, da habe ich aber Scheiße gebaut. Jetzt kommt mir gerade so der Gedanke, vielleicht sind ja das Templer, aber. Ich dachte, Templer jetzt eher so sind so hochrangigere, so nicht hier dieses blöde Fußvolk. Oder was? Oder wie jetzt? Weißt du was? Ich leg die um. Dann werde ich ja sehen, was das Spiel sagt. Miss, Okay. ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne, die Mission. Ich will dir nichts tun. Geh. Nein. Henry finden. Henry, ja, siehst du, zum Glück habe ich die nicht alle umgelegt gerade. Ich habe vorhin aber schon irgendwas aufblinken sehen vorhin. Marke, so, hier kannst du irgendwie eine Interaktion mit dem machen, nur habe ich das auch zu spät gesehen. Ups. Und, ehrlich gesagt, mir erst wohl nichts weiter dabei gedacht. Oh, was ist hier los? Aber, oh, Henry ist tot. Jetzt eben gerade, wo das immer weiter wurde, kam mit. Hat ihn sofort getötet. Ja, wo ich keine gefunden habe, keine Viecher von denen hier, keine. Wie heißen die nochmal? Templer? Da dachte ich mir auch, Mensch, vielleicht ist es einer von denen. Oh oh, hier sieht es aber nicht gut aus. Hier ist ja. Was passiert? Die haben ihn miss? Ja. Wo ist Henry? Er hat sich gewehrt. Ach, jetzt sind wir auch noch hier in Trapper, aber wir können jetzt ja noch schwulen.
Dieses Mädel zeigt schon da drüben. Sichtbare Fußabdrücke, die eine Wache hinterlassen hat, die offensichtlich schwerer als die anderen war. Oder etwas getragen hat. Oder jemanden. Ja, der Mädchen sagt schon. Hier drüben, Miss. Du gehörst zu Claras Kindern. Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Die fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das sei ja ganz schön rum. Mhm. Guti. Dann wollen wir mal den Indizien weiter folgen. Da ist schon mal eine Kutsche. Versteckte Hinweise. Aha. Da haben wir schon mal die Kutsche. Da eiert das Rad. Verstecken? Nein. Kannst du mal bitte von meinem Tatort runter? Okay, hier geht's lang. Eieieiei. Der hat aber eine wilde Fahrt durch die Stadt vor sich gehabt. Vorgenommen und hat sie sich vor sich. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob ich mal einen Wagen nehmen sollte, ob das bei mir noch so weit ist oder nicht. Hier ist er ganz schön in die Kurve gebrettert. Warum zwei Spuren auf einmal? Gut, wir folgen der Gestängelten. Ich denke mal, das ist ja wohl eher die, die vielleicht ein bisschen kaputt ist und eiert. Aber nur ganz leicht eiert. Die müssen es eilig haben. Aha. Okay. Kam dann da zum Stehen. Allerdings geht die zweite Fährte weiter. Nur verstehe ich nicht, wo ist das andere Pferd hin von der Kutsche und warum macht sie nichts bei den Typen? Wenn ich jetzt wüsste, kann ich von der Kutsche das Adlerauge aus auch benutzen? Egal. Jetzt auch wieder um die Kurve gebrettert. Aha, die Polizei. Ein Opfer hat es auch gegeben mit der Verfolgungsjagd. Oder beziehungsweise bei der Flucht. Die Verfolgung ist es ja erst jetzt. Ich komme ja jetzt erst hinterher. Und sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, wieder scheiß ISIS, wa? Wir sind auf der richtigen Spur. Das ist schon mal gut. Da vorne ist ein roter Fahrer. Ist es unser Fahrer? Nein, dafür ist er bestimmt zu gemächlich unterwegs. Da ist sie. Anscheinend doch. Ach, nee, da nicht. Okay, okay. Hier haben wir schon mal das Gebiet. Oh, wow, 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 wow. Er guckt gerade hierher. Haha. Damit der muss ich reden. Jetzt muss ich mit allen reden. Wache mit hängenden Fässern töten. Ja, wenn ich kann, werde ich es auf jeden Fall tun. Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Aha. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja. Schön gekühltes Fleisch. Das liegt auch noch mit auf der Straße rum. Hier drin komme ich hier so rein. Ich wusste es natürlich nicht. Werde ich erstmal hier draußen weiter fragen, bevor ich den Weg weiterverfolge. In der Zwischenzeit töte ich hier alles, was nur andersweise rot wird. Oh, wir haben einen Besucher. Jetzt geht's los. Den habe ich leider nicht gesehen, schade. Plumps. Was? Wieso? Ja, ich bin gar nicht so kleiner Sack. Zack! Hat sich gelohnt, das zu skillen. Der erste Angriff, während er noch nicht im Kampf ist, ist ein ziemlich starker Freund. Hättest du dir mal überlegt, bevor du dich hier einmischt. So, und du komm her und die Rede und Antwort. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt.
Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Alright, alright. Vielen Dank für deine Auskunft, Freund. So, mit dem da vorne auch nochmal reden, aber vorher. Oh, guck mal hier. Mist. Da kommt der andere, den wollte ich eigentlich. Zap. Oh, der liegt aber böse. Eieiei, zum Glück ist er schon tot. Ah, ah. Was macht die denn hier? Nichts, ich hau schon ab. Ich wollte dich anders töten. Muhahaha. Oh oh. Mörder! Mörder! Was soll ich denn nur machen? Dumme Sau! Das nächste Mal zuppelst du dich so rum. Was der andere? So. Das wollte ich jetzt. Oh oh, Polizei. Wer will mit mir reden? Du? Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturzbetrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof. Vielleicht, weil er da in Ruhe seinen Rausch ausschlafen kann. Nee, ich glaube nicht. Die hat nichts zu suchen. Nicht schießen. Dummes Weib. Ach, wegen ihr musste ich jetzt den Dings verballern. Medizin, Ampulle. Oh, hier sind sie schon. Mist! Scheiße! Hier ist sie! Wir sollten zu. Dumme Kuh. Slash. Schön, dass wir auch mal endlich plündern. So. Zip, Wurfmesser haben wir zurückbekommen. Und von dem doch bitte auch nochmal. Nee, Rauchbomben. Mit der hinten soll ich reden. Hier ist aber schon ein Eingang. Was mache ich jetzt? Da ist nämlich noch einer. Was ist denn hier? Kommst du durch den Strau nicht durch oder was? Angriff! Ein Eindringling! Das hat nicht gebracht. Und der hält aber ein bisschen aus, war der Schläger. Oh. Wieso kommt der auf einmal da durch? Die ganze Zeit bombardierungsmäßig Backenfutter und dann gelingt ihm so ein Durchbrecher. So. Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Ja, toll, danke schön. Dafür mache ich den ganzen. Aber immerhin Medizin bekommen. Ich will doch nicht meckern. So, bevor wir unten aber rein stolzieren, mache ich hier einen Break. Bleibt dran, es bleibt spannend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.